Und weiter geht's mit einem neuen Part. Ich muss mir echt mal neue Part-Anfänge ausdenken. Wahnsinn. Es ist immer mit Willkommen oder und so. Das sind meine drei Wörter, die ich immer am Anfang habe. Ja. Schönen Gruß an Sim. Ja, einfach so. Just for fun. Ich muss mal so machen, damit ich auch irgendwas drücken kann. Im letzten Part haben wir Samson freigeschalten. Ihr seht, Samson hat 0 Herzen, sag ich mal. Und alles normal. Ja, er hat ein rotes Herz und ein blaues Herz. Ist ganz okay, aber naja. Aber er hat Bloodlust. Aha. Awesome. Perfekt. Ihr seht, wir brauchen 3 Schüsse für einen. Okay. Jetzt brauchen wir immer noch 3 Schüsse für einen. Und ihr seht, Samson läuft rot an. Okay, das war jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, weil alle 3 Schüsse gebraucht haben. Oh, Damage up. Nett. Ich habe immer gesagt, Samson wird stärker, je mehr Gegner man hintereinander in einem Raum umbringt. Ist doch so, natürlich. Ich habe nicht gelogen. Oh, perfekt. Okay. Ihr seht, die Tränen werden roter. Oder röter. Ich weiß nicht, was die Steigerung von Rot ist. Und größer. Ja, das ist super, mega, immer awesome. Bei Duke of Flies oder sonst irgendwelchen Gegnern, die... Ist jammhart. Oh, geil. Oder bei Gegnern generell, die... Ein kleiner Mob spawn. Das Yamhard können wir einsetzen. Das ist ein Spacebite, wie man sieht. Und es heilt ein ganzes Herz. Wenn wir jetzt also noch die komische Haube da hätten, die Nonnenhaube, und ihr seht zwar, was für einen Schaden wir machen. Ich greife mal jetzt nur noch die Fliegen an. Ja, okay, irgendwo ist ein Limit erreicht, aber zack, zack, zack. Wenn wir jetzt noch die komische Haube von der Nonne hätten. Diese Nonnenhaube da. Und der Wafer. Der Wafer macht, dass wir auch in tieferen Ebenen nur ein halbes Herz verlieren, statt ein ganzes. Awesome. Was wollte ich sagen? Verdammt. Scheiß Alzheimer. Sind wir unbesiegbar. Wir nehmen Schaden. Halbes Yamhard ist voll. Wir nehmen nochmal Schaden. Haben Mega Wafer ein Herz nur verloren. Und das Yamhard ist voll. Halbe wieder voll. Das ist einfach genial. Oh. Also ich würde sagen, der Run wird viel versprechen, weil wir so einen krassen Schaden machen. Jetzt schon. Allein jetzt schon. Wie viel braucht ihr? Wie viel braucht ihr? Ihr braucht 3. Okay. Das ist akzeptabel. 3 Schüsse. Okay. Zack, 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 zack. Zack, zack. Spinne, du bist abgelehnt. Okay. Feuer, Feuer, ausweichen. Ja, okay, ich gib's zu. Ich hab mich nur schlecht spielen gestellt, damit ihr ein bisschen Unterhaltung habt. Das war natürlich ein Scherz. Bad Trip, geil. Ja. Nee, ich spiele schon manchmal wirklich schlecht, das gebe ich zu. Das gebe ich wirklich zu. Aber manchmal habe ich auch so Pro-Gamer-Erlebnisse, wie jetzt zum Beispiel. Spinne? Geht's noch? Nee, es kommt wirklich aufs Spiel drauf an. Wer mich mal richtig, richtig abhotten sehen will, also bei einem Spiel, wo mich keiner schlagen kann, sollte mit mir mal Lost Planet spielen. Lost Planet 1. Als Zweier ist ein bisschen blöd gemacht für Multiplayer, aber naja. Auf jeden Fall ist 1er und ich niete euch um, das ist nicht mehr normal. Ganz ehrlich. Das ist nicht mehr normal. Vor allem mit Raketenwerfer. Mit Raketenwerfer seid ihr einfach nur tot. So wie ich gerade. Hilfe. So. Wie heißt du? Pick, Piep. Nein, Piep ist was anderes. So. Wir machen relativ gut Schaden.
Könnte noch mehr sein, wenn er mal Mobs spawnen würde, aber das macht er natürlich nicht. Nein, er macht das von Haus aus nicht. Bin ich in den Kerl gerade reingerannt? Wahnsinn. Er hat mir Schaden gemacht. Und jetzt hat er sich endlich mal selber getötet. Wie ich schon immer vorausgesagt habe. Wir könnten da noch rechts gehen und gucken, ob da irgendwas ist. Ja klar, der Shop ist da, aber ich meine, es könnte eventuell vielleicht auch irgendwie was Besseres da sein. Wie der Shop, ne? Nee, wie eine Bibliothek oder so hätte ich gedacht, aber naja. Ist auch nur Wunschdenken. So, den Shop lassen wir gekonnt liegen. Und gehen in die nächste Ebene. Ja. Und zack, weg sind wir. Gehen wir gleich mal oben rein. Nee. Der Jingle ist auch nett. 10 Bomben. Ja, warum nicht? Kann man mitnehmen. Dann gehen wir hier runter. Bomben fliegen. Sind eigentlich schneller, relativ schnell ausgelöst. Durch unseren Schaden. Und ausgehebelt. Nochmal Bomben fliegen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, die sind relativ schnell ausgelöst und ausgehebelt. Aufgrund unseres Schadens. Ja. 7 Münzen. Der Shop wäre eventuell schon interessant. Aber nur, wenn ein Angebot vorhanden wäre. Krass. Keinen Schaden bekommen. Ja, ich habe die Raupe, oder was das sein soll. Schnecke wohl eher, als kein Hindernis gesehen, weil ich schon gesagt hatte, ja egal. Ich erzähl zu viel. Ich schweige einfach meinen ganzen Part jetzt, okay? Das würde ich allein schon nicht aushalten, weil ich mich selber so gern reden höre. Egal, wir haben 18 Münzen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 18 Münzen. Und gehen mit diesen 18 Münzen in den Shop. Ja. Warum nicht? Mein Gott. Ah, dann beißt die Maus keinen Faden ab. Und hier ist eh nur Müll drin. Die tolle Minecraft-Spitzhacke. The Moon. Geil rum. Jawohl. Da haben wir unsere Münzen wieder drin. Und zwar locker. Hat sich hier What the... Ich merke mir den Raum einfach. Mhm. Obwohl, das weiße Herz kommt ja nur zwischen den roten und den blauen Herzen. Genau. Nee. Ich merke mir den Raum. Ich sehe ihn hier auf der Karte. Weil es wäre jetzt echt ärgerlich, wenn ich jetzt das weiße Herz verlieren würde. Das wäre extrem ärgerlich. Da ist noch ein rotes. Fistula! Du kommst auch noch als normaler Boss. Ziemlich oft sogar. Und Fistula ist natürlich auch so ein Paradebeispiel für Samsons. Oh ja, Simon. Für Samsons Bloodlust. Natürlich. Für jedes Mal, wo wir Fistula kaputt machen, ist sowas wie ein Gegner zu killen. Ja, das ist einfach abnormaler Schaden, den wir da reinknüppeln. Und zack. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Und wir gucken mal rein. Oh, Krampus. Krampus ist, glaube ich, so wie... Ja, okay. Ist so wie... der andere Teufel zu besiegen. Nur bei ihm ist halt vorbestimmt worden, welches Item er uns droppt. Ich bin eigentlich mit dem Yamhart kein Freund von blauen Herzen, weil, ja, ihr wisst warum. Das Yamhart heilt nur rote Herzen und wenn wir zu viel blaue Herzen haben, dann ist es irgendwo unnötig. Ja, jetzt bin ich reingelaufen, tut mir leid.
Jetzt. Boah, ich entschuldige mich sogar schon bei euch. Wahnsinn. Na, ihr könnt es mir mal echt mal sagen, ob ihr mich schlecht findet vom Gameplay her, weil. Kritik ist. Ja. Kritik ist wirklich nötig. Ja, komm. Ich bin nicht so wirklich der beste Spieler, aber. Mal. Was soll's. Solange ihr blöd genug seid, meine Videos zu gucken. Ja, nein, Spaß. Keiner von euch ist blöd. Nur. Einer. Nee, Spaß. Ich bin manchmal ein bisschen Banane. Ja, what else? So. Wir sind viel zu langsam für meinen Geschmack. Viel zu langsam. Na komm. Und hopp. Und springen weg. Oh, 4 Herzen. Ah, toll. Ja, das war irgendwo abzusehen. Vor allem, weil die Drecksspinnen sich auf den Spinnweben normal bewegen können. Ich hasse sie. Das Ghost Baby. Aha. Nett, das hat Schüsse, die durch die Wände durchgehen. Wie man gerade so schön sieht. Und ja, sonst nichts. Na komm, komm her. Ich krieg dich. Okay. Ey, willst du nicht sterben oder was? Ja, einfach abhaut. Wahnsinn. So, ich warte noch mit dem Heilen, weil... Ja, weil darum. Ich find's echt schade, dass sie sich nicht selber schaden können. Das würde sie ja nur menschlich machen, wenn sie sich selber schaden könnten. Also, ja. Ein riesiger Vorteil am Ghost Baby ist, jeder Begleiter schiebt die Bomben mit, das Ghost Baby nicht. Das Ghost Baby gleitet oder schwebt drüber. Das ist der Faktor, warum ich das Ghost Baby eigentlich mag. Also, ihr wisst, wenn man jetzt irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, irgendeinen Begleiter hat, der eine gerade abgelegte Bombe mitschleppt. Ich krieg die Krätze, ganz ehrlich. Ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Ey, hat der mich getroffen? Wo hat der mich getroffen? So. Yamhart wird, glaube ich, um die Hälfte gleich geheilt. Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir den Raum fertig machen, aber... Ach, die Häufchen fliegen zählen ja gar nicht als Raum... gegen... Hallo? Was geht... was geht denn jetzt ab? Wahnsinn. Nee, nur ein Dings, aber... Hallo? Ja. Ich liebe solche Räume, ja. Wie auch immer ich da gerade durchgekommen bin, das ist doch so ein Assi-Raum, ganz ehrlich. Ja, komm. Spring mich in die Luft. Das ist doch so ein asozialer Raum. Ich verstehe nicht, was die Sadisten von Entwickler sich da gedacht haben. Es ist... Oh. Aber wir kommen wenigstens in den Boss-Challenge-Raum rein. So war der Plan. Das habe ich von langer Hand geplant. Natürlich, was sonst? Ach, Monstro. Ja. Haben wir dich nicht schon oft genug besiegt? Anscheinend nicht. Achso, und was ich sagen wollte. Es könnte sein, dass ich die nächsten Wochen, so wie gerade, ja, so wie die letzten Tage, weniger Videos hochladen werde, weil wir gerade umziehen. Wir sind gerade im Umzugsstress. Und werden voraussichtlich auch ein paar Tage kein Internet haben. Das heißt, wie man logisch schlussfeuern kann, dass ich nichts hochladen kann oder werde. Ja. Ich bin gerade froh, dass ich hier keinen Schaden gefressen habe.
Und ich dachte, der Grüne kommt weiter als der normale. Ich bin enttäuscht. Okay, jetzt müssen wir hoffen, wirklich hoffen, dass da oben der Geheimraum ist. Verdammt. Denn dann hätten wir uns in den Shop reinbomben können. Mhm, nur ohne Schlüssel kommen wir so nicht rein. Ohne Schlüssel kommen wir so nicht rein, habe ich gesagt. Zehn Fix. Na ja, komm. Egal. Was soll's? Was soll's? Oh Gott, nein. Dusche wieder. Dusche wieder. Du bist mir ein Dorn im Auge. Aber diesmal gehst du schneller down, weil wir einen krassen Schaden verteilen. Aber auch Schaden kannst... ja, Spinnen. Hallo? Ich schieße auf die drauf und die sterben. Und die kriegen nicht mal Schaden. Wahnsinn. Da steht einer, die Spinnen. Logik. Nein, nein, weich doch aus. Ich bin nach unten gerannt. Zu spät. Aber wir kriegen wirklich Herzen wie Sau. Wir kriegen Leben en masse. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Okay. Sind wir eigentlich? Necropolis 1 sind wir schon. Erst nach 16 Minuten schon. Wow. Das geht schnell. Wenn man sich amüsiert. Nein. Hier hoch. Dich kaputt machen. Dich kaputt machen. Dich kaputt machen. Dich kaputt machen. Und the Red Patch. Awesome. Wenn wir Schaden bekommen, erhöht sich unser Schaden. Mhm. Ich will es mal dezent ausdrücken. Samsung wird eine Killermaschine. So. Ja, Samsung wird eine kleine Killermaschine. Ich habe vergessen, meinen Yamaha zu benutzen. Deswegen habe ich gerade ein paar Ladungen versaut. Das Red Patch könnte sich hier eigentlich beweisen. Aber ich werde nicht getroffen. No. Krieg einen Anfall. Och, die Gegner sind ja so easy mit Samsung. Und ich sehe die Fliege nicht. Wieso habe ich die Fliege nicht gesehen? Och, nee. Und der trifft mich, obwohl ich auf die Fliege schieße. Ey, ich hasse Fliegen. Ich hasse Fliegen wirklich über alles. Und... also manchmal, aber nur manchmal, haben Fliegen was auf die Fresse verdient. Ja. Kein Kommentar dazu. Nein. Das ist zu beschämend. Ich will mal gucken. Jawohl. Da war er sogar wirklich. Und Münzen, 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 Münzen. Mal da gucken, mal da gucken. Kein einzigster Schlüssel. Hm. Ja. Mhm. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe unseren Tod. Oder meinen Tod. Komm, stirb. Nein! Mistviech. Wie es einfach, nachdem der Raum gesäubert ist, noch schießt. Arschviech. Boah. Moment. Ja, ich wollte gerade sagen... Hallo? Wieso? Ich wollte gerade sagen, wie kommen die raus, wenn die drin noch leben? Zack, zack, zack. Und da dürfte eigentlich keiner hinkommen. Schlüssel. Ich gehe direkt in den... Was? Ich gehe direkt in den Shop rein. Denn hier haben wir einen Schlüssel für 3 Münzen. Zack. Wir laufen einmal quer durch die Bank. Ja. Das hat sich meiner Ansicht nach gelohnt wie Sau. Mhm.
auf jeden Fall. Denn wir können jetzt hier nach rechts laufen. Oh, Todesfalle. Ja. Er schießt halt genauso in mein... Die schießen mir genau in den Lauf? Wahnsinn. Das sind intelligente Knupse. Krass. Okay. Ach Gott, ich habe erst 4 Mom-Kills, das ist so deprimierend. Oh, nee. Wir können einfach rüber, das ist... Bad Trip. Na, oh, Tears Down. Ey, das ist doch... Grrr. Jetzt trifft es mich auch noch, ey, das ist doch... Scheißen Dreck. Ja. Ich hab Angst um mein Leben. Gehen wir hier rüber, machen so und hier rüber. Bombe, Münzen, passt. Ah, Mann, 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 Mann. Was macht man denn nicht alles mit? Du bist Dr. Remote? Ja, also kann man eine Rakete irgendwo hinsteuern. Extremst unnütz, ganz ehrlich, extremst unnütz. Wird man nie benutzen, weil man da einfach am irgendwo stehen bleiben muss, glaube ich. Also man muss, glaube ich, sogar... Oh Gott. Es ist eine Maske. Es ist wie die normalen Masken einfach eine Maske. Und glaube ich, sogar der einzigste Endboss, der 2 Formen an und für sich hat. Und ihr seht, da ist nirgends eine Lebensleiste. Und die Maske können wir echt erst zerstören. Und ich glaube auch nur von hinten, was voll auf den Zeiger geht. Wenn... Wieso kann man die nur von hinten? Das ist so ein krasser Boss, ganz ehrlich. Ich hasse ihn. Wieso? Oh, Alter. Du bist mir gerade echt suspekt. Vor allem, der hat kein Leben. Er hat kein Leben. Ah. Kann ich nicht rechnen. Da kann ich nicht. Ja. Der zieht, glaube ich, sogar ein ganzes Herz ab, ne? Ich bin gerade echt am... Oh, wie er einfach umdreht. Ey, wir machen doch einen monströsen Schaden. Nein, er macht ein halbes Herz. Er macht... Alter! Wieso hat er keine Lebensanzeige? Wieso hat er keine Lebensanzeige? Och, nee. Sorry. Ich bin deprimierend. Nee, bin ich nicht. Aber... Es war ein eigentlich vielversprechender Run, bis der Boss kam. Ja, bis der Boss kam. Dann ging es bergab. Aber der ist echt asozial, der Boss. Ganz ehrlich, der ist wirklich, wirklich asozial. Naja, ich mach mal Back to Main Menü. Und hier, Schnapszahl. Wer will, den gebe ich einen Schnaps aus. Er muss halt vorbeikommen, aber egal. Okay, ah, ich bin deprimierend. Ich sag wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Bis dann. Euer Gamma. Tschüss.